wie kann ich noch um ihn kämpfen? Viele Frauen sind vielleicht gerade an diesem Punkt, wo sie ja jemanden verloren haben, also einen Ex-Freund verloren haben, vielleicht auch eine Dating-Phase nicht weiterging und ja, sie gerne aber diesen Mann wieder zurückhaben wollen. Und jetzt ist die Frage, okay, wie kann ich denn jetzt um diesen Menschen kämpfen? Was kann ich noch tun, um ihn zu bekommen oder wieder zu gewinnen? Und ich möchte in diesem Video einfach so ein bisschen Klarheit schaffen, denn natürlich ist es so, wenn du jetzt jemanden verletzt hast und ihn wirklich irgendwie betrogen hast, belogen hast und er dich deswegen ja verlassen hat, dass es natürlich sinnvoll ist, noch ein wenig zu kämpfen, also sprich zu versuchen, dass er dir wieder vertrauen kann, dass du ihm natürlich zeigst, wie sehr du ihn liebst, also dass du dann irgendwie einen Brief schreibst, dahin fährst und wirklich dich aufrichtig entschuldigst und ja, wirklich versuchst, in dem Sinne nochmal zu kämpfen, um ihm zu zeigen und zu sagen, wie sehr du ihn liebst, also die Person dann liebst. Aber meistens ist das dann schon enough, ne? Weil wenn der andere das mitbekommen hat und wenn du es einmal richtig gesagt hast, dann ist auch gut, denn der andere hat es ja mitbekommen, er hat es ja gehört. Und dann ist es wichtig, dass man dem anderen auch die Zeit gibt, das zu verarbeiten, das zu reflektieren und sich selber mal Gedanken darüber zu machen, ob das nochmal was werden kann oder nicht. Ne? Man kann der Person dann ja sagen, hey, ich liebe dich, ich will dich wieder haben. Tut mir total leid, was passiert ist, hier ist noch ein Brief. Und dann kann man halt so versuchen, nochmal an die Person ranzukommen und dann vielleicht auch zu sagen, hey, ich gebe dir jetzt einfach noch ein paar Wochen, ein paar Monate und dann melde ich mich nochmal und dann kannst du mir ja sagen, ob das für dich nochmal möglich oder machbar ist. Aber man muss der anderen Person halt auch Raum geben, das einfach mal zu hinterfragen, reflektieren, also auch mal der anderen Person ja die Zeit geben, das zu verarbeiten, ne? Weil wenn du wirklich jemanden tief verletzt hast, dann muss der ja auch erstmal ja trauern dürfen, wütend sein dürfen und so weiter. Man muss den da durch diese Phasen gehen lassen dürfen und nicht sofort verlangen, dass er von heute auf morgen alles vergeben kann. Das kannst du nicht, ne? Du kannst einer Person aber Raum und Zeit geben, ja, dass sie es halt versuchen kann für sich in ihrem Tempo. Und wenn es dann geht, dann geht's und wenn nicht, dann nicht. Du kannst es halt nicht erzwingen. Aber ich sehe auch manchmal, dass, obwohl nichts gewesen ist, sogar dass der Mann vielleicht sogar was Blödes gemacht hat, die Frau trotzdem um diesen Mann kämpft. Ne? Also wirklich kämpft, 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 sich meldet, dann x-mal schreibt, dann WhatsApp, dann auf Facebook, dann per SMS, dann Briefe, dann keine Ahnung was, dann persönlich vorbeifahren. Und der Mann eine Frau tatsächlich dann schon blockiert, schon ignoriert, schon mehrfach gesagt hat, lass mich in Ruhe. Und die Frau sich dann tatsächlich immer noch fragt, was kann ich noch tun, um diesen Mann jetzt wieder zu gewinnen? Oder was kann ich noch machen? Und wie kann ich noch kämpfen, damit er mich doch wieder zurück will oder dass er mich wahrnimmt? Ne? Also es gibt halt wirklich da wieder unterschiedliche Dinge, wie dieses Zurückhaben wollen stattfinden kann. Und das ist eine Sache, wo ich sage, da muss irgendwann Schicht im Schacht sein. Da muss irgendwann Schluss sein. Dieses arg hinterherrennen ist gar nicht gut. Einmal nicht für dich, für deinen Selbstwert und schon gar nicht für diesen Menschen, den du liebst. Wenn du jemanden liebst, dann lässt du ihn auch frei und lässt ihn auch mit, also akzeptierst auch seine Entscheidung, weil du diese Person ja liebst, möchtest du nur das Beste für sie. Und wenn diese Person dir sagt, ich möchte nicht mehr, ich will nicht, ich möchte keinen Kontakt mehr, dann muss man das akzeptieren und respektieren. Und da muss man sich selber auch fragen, warum kann ich nicht loslassen? Das ist dann die bessere Frage, wie kann ich lernen loszulassen und was kann ich tun, um loszulassen, anstatt sich zu fragen, wie kann ich jetzt noch kämpfen? Denn Liebe soll leicht sein, Liebe soll schön sein und beide Parteien sollen sich wirklich aus freien Stücken für eine Beziehung entscheiden wollen und nicht dein Kampf und dein Druck sollen dieser Person ja die Entscheidung abnehmen. Ne? Also die Person muss das schon für sich entscheiden und wenn du den Druck immer erhöhst und immer mehr schreibst, 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 schreibst und noch mehr auf ihn zugehst, dann erdrückst du diese Person einfach immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und das ist ja auch nicht normal, so zu handeln. Also natürlich ist es normal, arg verliebt zu sein, aber vielleicht musst du dich dann auch fragen, warum kann ich diese Ablehnung nicht abbekommen oder warum bin ich der Meinung, dass ich das nicht einfach mal aufgeben kann oder warum muss ich ja diese Person unbedingt haben, ne? Weil das ist ja schon dann so eine Art Abhängigkeit. Das hat dann ja nichts mehr mit, ich liebe jemanden, will das Beste für ihn und akzeptiere seine Entscheidung. Das hat dann nicht mehr viel damit zu tun, sondern das ist ja eher eine Abhängigkeit, dieses ich akzeptiere das nicht, dass der mir das sagt und ich mache weiter und weiter und weiter und überschreite sämtliche Grenzen, um einfach meinen Willen durchzubekommen und ignoriere dabei
ganz, was die andere Person fühlt oder denkt oder mir auch gesagt hat. Und das ist ja dann wirklich eine Grenzüberschreitung und das kann tatsächlich eine Abhängigkeit sein, also eine Abhängigkeit sein, dass du abhängig bist von dieser anderen Person. Was ja eigentlich zeigt, okay, du fühlst dich ohne diese Person vielleicht gar nicht mehr ganz oder du liebst dich ohne diese Person gar nicht mehr selbst oder du hast dich verloren. Ne? Du weißt gar nicht mehr genau, was jetzt noch irgendwie in deinem Leben Sinn macht ohne diese Person. Und das ist das eigentliche Problem. Also es ist nicht das Problem, sich zu fragen, okay, wie kann ich jetzt noch mehr kämpfen, sondern das Problem ist eher zu fragen, warum kann ich nicht loslassen und wie kann ich wieder dahin kommen, dass ich glücklich werde, auch ohne diese Person. Denn wenn ihr irgendwie zusammengehört, dann wird die Person das natürlich auch merken und sich dann nochmal melden bei dir. Und das kann auch mit Leichtigkeit geschehen. Das muss nicht mit einem Kampf sein und mit Druck und mit Stress und mit Kummer und mit super vielen Tränen verbunden sein. Also gib der anderen Person die Zeit und den Raum und in der Zeit solltest du erstmal dich selbst heilen, ne? Dass du wirklich herausfindest, okay, warum laufe ich denn dieser Person hinterher? Glaube ich denn wirklich, dass ich ohne diese Person nicht leben kann, dass ich ohne diese Person nicht glücklich werden kann? Warum habe ich mein Glück von dieser einen einzigen Person in meinem Leben komplett abhängig gemacht? Warum bin ich nicht selber mit mir zufrieden? Warum kann ich mein Leben nicht selbst in die Hand nehmen oder ja, wieder glücklich werden, auch ohne einen Mann an meiner Seite? Das sind so Dinge, die du dich eher fragen solltest. Ne? Manchmal ist es auch so, dass man in so eine Abhängigkeit rutscht, weil das dann vielleicht einmal ein Mann war, der einen so diese Aufmerksamkeit geschenkt hat, die man vielleicht sich sonst hätte immer gewünscht von anderen Personen oder anderen Männern. Und dann war die halt da und dann hat man halt ja tatsächlich, ist man in diese Abhängigkeit gerutscht und will das halt wieder haben von dieser Person und wieder und wieder und wieder, aber bekommt es dann halt irgendwann nicht mehr. Also es ist unglaublich wichtig, respektvoll natürlich auch mit der Meinung anderer Menschen umzugehen und irgendwann überschreitest du das halt, indem du einfach ignorierst, was andere Menschen dir sagen. Aber wie gesagt, dafür kannst du ja jetzt im ersten Moment vielleicht gar nichts, weil du das vielleicht noch nie so hinterfragt hast. Vielleicht hast du dich noch nie gefragt, warum du dich abhängig gemacht hast von diesen Menschen oder woher das kommt. Und das ist nämlich wichtig, dass du dahin gehst und das selber heilst und wieder glücklich wirst mit dir und deinem Leben. Also frag dich wirklich, wie war mein Leben ohne diesen Menschen? Ne? War ich glücklich oder war ich auch schon nicht so ganz zufrieden? Warum konnte es so toxisch werden? Ne? Also es gibt ja mehrere Optionen, warum das so gelaufen ist oder warum das so geworden ist. Aber Fakt ist, du machst dich gerade abhängig von jemandem und das führt dich nicht zum Glück. Und so kannst du nicht glücklich werden. Und auch unter Zwang und unter Druck und unter Kämpfen wirst du diesen Menschen nicht zurückgewinnen, sondern wenn er dir schon die Signale gegeben hat, dass es genug ist, dass es reicht, dann musst du das tatsächlich respektieren. Denn darum geht es ja auch, ne? Die Meinung, die Bedürfnisse des anderen wertzuschätzen und dem wirklich den Raum geben, die diese Person halt eigentlich auch will oder verlangt hat. Also wichtig, eher an dir selbst arbeiten, um zu gucken, okay, wie kann ich wieder für mich selber den Weg finden, glücklich zu werden. Und da helfe ich natürlich auch täglich Frauen in meinen Coachings dabei, wieder glücklich zu werden, ohne einen Mann erstmal, raus aus so alten Dingen, raus aus toxischen Beziehungen oder aus so Abhängigkeitsverhältnissen zu kommen, damit man wieder glücklich werden kann und damit es dann in der Partnerschaft auch wirklich funktionieren kann. Also wenn du da Unterstützung brauchst, dann melde dich wirklich sehr, sehr gerne bei mir. Du kannst mir auf Facebook schreiben, auf Instagram, ne? Also findest auch Links hier einfach unter diesem Video, wo du dich bei mir melden kannst. Und das ist wichtig, dass wenn du denkst, okay, ich habe das Problem jetzt schon wirklich länger, ich laufe diesen Menschen vielleicht auch schon länger hinterher und ich weiß einfach nicht, wie ich diesen Menschen loswerden kann oder aus meinem Kopf schlagen kann, dann helfe ich dir dabei, weil ich weiß, dass es nicht einfach ist und ich weiß halt auch, dass du im ersten Moment nichts dafür kannst und ich weiß auch, dass da Gefühle im Spiel sind, aber ich weiß halt auch, dass dich das kaputt macht und dass es nicht gesund ist, das dauerhaft so weiter durchzuziehen. Du gehst daran kaputt und das willst du nicht. Im tiefen Herzen willst du das gar nicht. Du willst nämlich einfach nur glücklich sein und das hast du dir auch wieder verdient. Und wenn du da Unterstützung brauchst, dann melde dich doch einfach gerne bei mir. Und ansonsten findest du hier auf meinem YouTube-Kanal natürlich noch ganz viele andere Videos, die dir helfen sollen im Bereich Liebe. Und ich hoffe, ich konnte dir einen neuen Blick auf dieses Thema Kämpfen geben, dass es manchmal keinen Sinn mehr macht und dass man wirklich da respektvoll miteinander umgehen kann. Und bei der echten Liebe ist es unglaublich wichtig, den anderen auch wirklich echt zu akzeptieren und auch die Meinung des anderen zu respektieren, zu wertschätzen
Und das ist Liebe, ne? Und wenn du abhängig bist, dann tust du das halt nicht. Dann überschreitest du Grenzen, die aber nicht gesund sind und die andere Person erst recht nicht wieder zurückbringen werden, weil diese Person dann noch genervter ist oder sich noch mehr darüber aufregt, wie du agierst. Und damit, ja, vergoldest du wirklich Zeit. Damit machst du dich noch unbeliebter bei dieser Person. Und das hörst du und siehst du ja an den Reaktionen, die dann von dieser Person kommen. Und das ist es dann letztendlich nicht wert, sondern du verlierst dadurch einfach noch mehr Selbstliebe, noch mehr Selbstwert. Und ja, das sollte nicht passieren. Also wenn du Unterstützung brauchst, wie gesagt, ich helfe dir gerne, dass du lernst, einfach wieder glücklich zu sein. Erstmal wieder loslassen zu können, dass du klarere Gedanken fassen kannst, dass dein ganzes Leben sich nicht nur wieder um diese eine Person dreht. Und das würde ich mir für dich wünschen, weil dann hast du auch wirklich eine reelle Chance auf die Liebe im Leben. Also danke, dass du zugeschaut hast. Wie gesagt, hier sind noch viele andere Videos auf meinem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn du noch weiter durchschaust. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Also schreib mir gerne. Bis dahin, deine Simone.